So, Ladies, ein wunderschön. Willkommen zum nächsten Video. Ich bin immer noch in der Garage. Das Video nehme ich jetzt praktisch. Oh, die Sonne kommt sogar ein bisschen raus. Ich nehme das Video jetzt gleich im Anschluss auf mit dem Thema mit der Hutablage. Mir ist was mit der Hutablage eingefallen. Man könnte hier vielleicht, ich habe so einen Tacker zu Hause, dass man hier, ihr seht, es steht hier halt hoch, dass man das da festtackert, dass das justiert ist. Auf der anderen Seite genauso. Das sieht so schief und krumm irgendwie aus. Aber ich lasse sie, wie gesagt, jetzt erstmal drin. So, also wie gesagt, wir haben jetzt nächstes Video. Und zwar, ich setze mich dafür mal ins Auto rein. Da ist es nicht so windig. Weil zum Schrauben ist jetzt erstmal nichts. So, was möchte ich jetzt euch hier mal in dem Video ein bisschen näher bringen? Und zwar zum einen, was kostet so ein Trabant eigentlich? Hab von ein paar Leuten die Frage schon bekommen. Auch für die neuen Zuschauer, ich habe für dieses Auto hier, wo wir hier dran rumbasteln, 3.700 Euro bezahlt, weil irgendwie die Frage gefühlt unter jedem Video ist. Ansonsten guckt euch bitte einfach, für die Leute, die noch dazukommen und das Video sehen, guckt euch das allererste Video auf meinem Kanal an. Da gehe ich einmal ums Auto rum, zeige auch die ganzen Roststellen hier, beziehungsweise die nicht vorhandenen Roststellen. Und sage halt den Preis, zeige euch ja die ganzen Gammelstellen, die es beim Trabant so gibt, die meine aber glücklicherweise nicht hat. Und da könnt ihr die ganzen Informationen eigentlich auch entnehmen. So, aber jetzt zum eigentlichen Thema. Und zwar, also was kostet so ein Trabi? Ich spreche jetzt mal aus meiner Erfahrung. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Leuten ist. Oder generell, was da so andere Leute für bezahlen. Also steuertechnisch könnt ihr das Auto ja einmal ohne H-Kennzeichen fahren oder mit H-Kennzeichen. Was ist der Unterschied? Das H-Kennzeichen braucht ihr zum Großteil für die Innenstädte. Also ich in meinem Fall theoretisch für Berlin bräuchte eins, damit ich hier überall in die Innenstadt auch fahren dürfte mit dem Wagen. Ich mache es jetzt einfach auf Risiko trotzdem, ist aber vielleicht auf lange Sicht dumm. Weil ich sag mal so, wenn euch die Rennleitung erwischt dabei und euch rauszieht, wird es teuer. Was der Spaß jetzt kostet, weiß ich nicht. Für mich ist es aber halt rein von der Kfz-Steuer her, ist es günstiger, ohne H-Kennzeichen zu fahren, weil ich bezahle ohne H-Kennzeichen 152 Euro Steuern, glaube ich. Und mit dem H-Kennzeichen würdest du 190 Euro bezahlen. Das sind jetzt nur 40 Euro knapp Unterschied, aber ich finde, 40 Euro sind 40 Euro. Ja? Das sind 40 Euro, die ich in das Auto jedes Jahr investieren kann für irgendwas. Oder hier, um meine Technik zu verbessern für die Videos oder womit ich eine Miete für die Garage hier fast einen Monat bezahlen kann. Weil ich fahre sowieso nicht in die Innenstadt. Es ist in Berlin der reinste Krampf, hier durch die Innenstadt zu fahren. Ja, es macht einfach keinen Spaß. Es wird mir auch zukünftig keinen Spaß machen. Ich wechsle mal so ein bisschen hier, dass ihr auch mal woanders hinguckt. Und es wird mir auch zukünftig keinen Spaß machen, durch die Innenstadt zu fahren. Ich vermeide die so gut ich kann. Und von daher ist für mich persönlich das H-Kennzeichen, also nicht Unfug, aber ich persönlich brauche es halt nicht. Ja. Genau. Aber wie gesagt, wenn ihr halt euch überall mit dem Auto gefahrenlos bewegen wollt, für die Berliner oder in anderen Städten, ich weiß nicht, wo noch diese Umweltzone, in München bestimmt, oder ich weiß nicht, ob Frankfurt sowas hat und Hamburg, ich weiß es nicht, aber wenn ihr euch da auch in der Innenstadt bewegen wollt, mit dem Trabi, macht schon so ein Kennzeichen Sinn. Wie gesagt, ich fahre zur Arbeit sowieso einen etwas anderen Weg. Ich fahre einmal praktisch Berliner Grenze gefühlt einmal ringsrum und streife die Umweltzone nur, fahre aber nicht durch. Und von daher ist für mich das H-Kennzeichen Quatsch. Meine Eltern wohnen in Königs Wusterhausen, habt ihr mitbekommen, das ist stadtauswärts, da gibt es keine Umweltzone. Also noch nicht zumindest. Von daher brauche ich auch dort kein Kennzeichen. Das ist nochmal die Hutablage. Ja, weiter, was haben wir noch für Kosten bei dem Auto? Also wie gesagt, die Steuern sind das eine. Versicherungstechnisch. Da kommt es natürlich drauf an, welche Schadensfreiheitsklasse ihr habt. Da kann ich auch noch mal kurze Geschichte erzählen. Und zwar hatte ich da nämlich bei der DEVK eine Versicherung gemacht für das Auto hier. Ich muss das jetzt einfach mal haten an der Stelle. Ich nenne auch die Namen, weil ich finde es einfach unmöglich. Bei Check24 habe dort alles eingegeben. Habe das als Zweitwagen auch angegeben. Habe auch angegeben, dass der Erstwagen beim ADAC versichert ist. Habe auch sogar meine ADAC-Mitgliedsnummer angegeben. Und daraufhin kam von Check24 das günstigste Angebot, die DEVK. Mit den ganzen Angaben. Habe angegeben, dass ich einen Trabant und das als Zweitwagen und weiß nicht, ich glaube 6000 Kilometer habe ich angegeben, weil das reicht. Ein anderes Auto hat auch 6000 Kilometer. Ich fahre auch noch stellenweise mit der S-Bahn oder so, komme ich mit 12.000 Kilometer auf beide Autos verteilt gut hin.
So, dann hat der Scheck 24 vorgeschlagen bei der DEVK. Halbjährlich, ich glaube, es waren 67 Euro und ein paar Cent. Frag mich nicht, wie viel Cent das waren, ist mir jetzt auch Wayne. Aber irgendwie sowas in dem Fenster war es. So, wir können mal aus dem Auto nochmal aussteigen, damit wir nochmal eine andere Perspektive haben. Genau, so 67 Euro und ein paar zerquetschte. Dann habe ich das bezahlt und dachte erstmal, jetzt ist Ruhe das nächste Jahr. Also, oder das halbe Jahr, bis wieder 67 Euro abgebucht werden. Dann kriege ich irgendeine komische E-Mail von der DEVK, wo sie mich gefragt haben, hallo Herr Handke, welche Vorversicherung hat denn der Trabant? Mit freundlichen Grüßen, Herr Tralala, weiß ich nicht, wie der hieß, ist auch aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht wichtig. So, hab mir nichts weiter dabei gedacht und hab bloß geantwortet, yo, das Auto war über 20 Jahre abgemeldet, es hat keine mir bekannte Vorversicherung vom Vorbesitzer. Es stand rum, wurde jetzt wieder zusammengebaut, ich habe es gekauft und möchte es jetzt anmelden und bin damit und will damit fahren. So, irgendwie sowas habe ich da, glaube ich, geschrieben, vom Sinn her. Und dann kommt doch 14 Tage später in meinem Urlaub, kurz vor Weihnachten, ganz kackend frech, eine E-Mail, ein Brief von der DEVK. Jetzt gehen wir raus aus dem Auto, dass wir nochmal, wie gesagt, ein bisschen andere Perspektiven haben. Weil da wurde sich halt beschwert, dass ich nur meine Fratze gefilmt habe bei so einem Infovideos. Und da wurde sich von der DEVK, habe ich den Brief bekommen. Und es wurde mir dann praktisch eine neue Schadensfreiheitsklassenberechnung wurde mir dann mitgeteilt. Und da haben die mich von SF7 auf SF12 runtergestuft. Und das heißt, ich kann jetzt für das Auto nur einfach mal ein 100er mehr bezahlen. Also statt 67 irgendwas zahle ich, glaube ich, jetzt 170 Euro fast oder 180 sogar. Das ist echt zum Kotzen. Und liebe DEVK, das geht nicht. Dann könnt ihr sowas nicht anbieten bei Scheck24, wenn ihr sowas nicht einhalten könnt. Ich habe alles fachgerecht angegeben und dann erwarte ich auch, dass das dann auch so bleibt für das Jahr. Wenn ihr mich fürs nächste Jahr hochstuft, okay, dann wieder. Und mir das als Begründung nennt, aber ihr könnt nicht 50 Mal den Tarif ändern. Also anscheinend könnt ihr das schon, aber ich finde es halt scheiße hoch 12, ne? Und das ist für mich jetzt echt ärgerlich. Das wären halt auch so Kosten, die dann natürlich Versicherung, je nach eurer Schadensfreiheitsklasse. Wie gesagt, ich habe mal monatlich dann das runtergebrochen. Ich werde das Auto jetzt dann beim ADAC versichern. Nächstes Jahr. Also ich habe schon gekündigt, die DEVK-Scheiße, weil das ist mir echt zu blöd, das muss ich mir nicht geben. Und werde es beim ADAC versichern, da zahle ich glaube ich 5-6 Euro mehr am Monat, das ist mir dabei scheißegal. Ja, lieber 5-6 Euro mehr, weißt du, und hast deine Ruhe. Und dann ist es beides bei einer Versicherung, der Ford ist beim ADAC, der Trabi ist beim ADAC. Euro ist eh eine Nummer wählen, wenn mal irgendwas ist. Und ich glaube, ich habe mal runtergerechnet, es sind so monatlich ungefähr 10 Euro, was das Ding mich, oder nee, 12 Euro waren es, was der mich 12 Euro an Versicherungen kostet sozusagen. Dann könnt ihr jetzt noch die Steuer runterrechnen von 100, habe ich gesagt, 150 durch 12, weiß ich nicht, kommt da auch so auf, keine Ahnung, wahrscheinlich so auf ca. 15, 16 Euro irgendwie im Monat, irgendwie sowas, habe ich jetzt nicht nachgerechnet, ist jetzt so grob überschlagen. Irgendwo da in dem Fenster wird man sich dann bewegen. Also zahlt ihr für das Auto vielleicht so circa ohne Benzin 30 Euro vielleicht so im Monat. Ist okay, denke ich mal, für so ein altes, für einen Oldtimer. So, dann haben wir natürlich noch das Thema Benzinverbrauch bei dem Auto. Der Motor holt ja aus... Oh mein Gott, ist hier so tief. Ist das normal? Ich bin jetzt gerade erst Feder gebrochen. Ne, da hat der Stoßdämpfer hinten. Ich glaube, es ist so, ne? Das sieht gerade irgendwie komisch aus. Aber ich glaube, es ist normal. Weil vorne, ne, doch, der hängt so normal. Oder? Egal. Der Feder hat ja, wenn man hier so rumdrückt, tut er ja Federn, also muss ja eigentlich alles in Ordnung sein. Hier ist es genauso. Dann ist das wohl so. Nach oben hin ist ja noch 10 Meter Platz, weil die Hand da so ein Radkasten steckt. So, also, Benzinkosten. Wir holen ja hier aus, das sind doch 600 Kubik, ne? Ja. Aus 600 Kubik holt der Motor 26 PS raus. Damals für die, wo gab es den ersten Trabi? Ich glaube in der 50er war das, ne? Ende 50er, Mitte, Anfang, Mitte, Ende, Anfang, Mitte 60er Jahre, so rum mit dem P50 angefangen. Gut, der hatte glaube ich nochmal 3 oder 4 PS weniger, aber vom Grundprinzip war glaube ich der Motor fast der gleiche. War das glaube ich damals ziemlich viel, wenn man überlegt, die Ente parallel von Citroën, ich glaube die hatte 12 oder 13 PS, irgendwie sowas. Und dann hat er hier schon 10 PS mehr, das war für damals, Alter, war das ein Rennwagen, übertrieben gesagt. Dann hat sie natürlich bekanntermaßen, wisst ihr ja alle, leider über die Jahre nicht viel getan. Und es ging auf 26 PS hoch und dann ist Feierabend. Irgendwas tropft mir hier. Mir tropft hier Wasser auf den Kopf. Ekelhaft.
So. Und wie gesagt, mit dem Hintergedanken, dass der Motor irgendwann in den 50er oder 60er Jahre konstruiert und designt wurde, nenne ich es mal, ist ein Verbrauch von ca. 8 Liter, wenn du sinnig fährst, in meinen Augen in Ordnung. Klar, es ist ein Kleinwagen, ja, wird auch weniger verbrauchen. Oder wurde ja damals als Kleinwagen verkauft, der Trabant. Könnte auch ein bisschen weniger schlucken. Aber wie gesagt, dafür, dass der Motor, ja, guck mal, wer ist jetzt 50 oder 60 Jahre, ist der jetzt, nee, 60 wäre übertrieben. Doch. Über 60 Jahre sogar. Ist der mit 8 Litern in der Stadt, ist das eigentlich kein Thema. Und ich glaube, auf der Autobahn nehme ich auch 8 Liter. Also ich fahre ja mal nur so 85 rum, wisst ihr ja circa. Und wie gesagt, da ist der Verbrauch, kann ich mich echt nicht beschweren. Es ist in Ordnung. Ich weiß nicht, was ein VW Käfer verbraucht, der mal das Parallelstück zu dem Auto ist. Aber ich denke mal, der wird ähnlich nehmen. Also von daher ist das, wie gesagt, denke ich mal schon okay. Kommt natürlich darauf an, wie viel ihr dann nochmal fahrt mit dem Wagen, ne? Wie viel ihr tanken müsst. Aber in den Tank passen ja auch nur 24 Liter rein. Das heißt, wenn ihr voll tankt, lass mich mal wieder ins Auto rein. Das heißt, wenn ihr voll tankt, boah, was tanke ich denn da? Also ich tanke ja meistens eh nur 10 Liter oder so rein oder 15 Liter. Puh. Ja, zwischen 15 und 20 Euro und kannst schon wieder fast dann, wenn du 15 Liter so circa tankst, kannst du schon wieder fast über 200 Kilometer fahren damit. Ist eigentlich okay. Wenn ich mir ein SUV von BMW oder was weiß ich vorstelle, ohne Hybridtechnik, natürlich nochmal betont, schlucken die Dinger mal das Doppelte, mindestens. Und die sind dann Baujahr 2019 oder 18 oder von mir aus auch 20 jetzt in dem Fall. Und die schlucken das Doppelte. Klar, ja, die haben auch mehr Leistung, ich weiß. Aber wie gesagt, der Trabant als sich, als Fahrzeug für die Stadt, ist vollkommen ausreichend. Ja, also man kann hier gut mitschwimmen, also in Berlin zumindest, weiß nicht, wie es in anderen Städten ist, aber hier in Berlin schleichen die sowieso alle rum und schlafen ein beim Autofahren. Und da kannst du mit 26 PS easy mithalten. Klar gibt es ein paar Bekloppte in ihrem Audi oder Mercedes oder BMW, die einen auf dicke Hose machen wollen. Oder von mir aus in ihrem Polo GTI oder was, oder Golf GTI, die dann meinen, die müssen nicht hier schneiden und abziehen, was total dumm ist, weil du hast halt nur 26 PS, ist ja nun allgemein bekannt. Die einen auf dicken Matz machen, aber ansonsten bist du eigentlich zumindest im Stadtverkehr kein Hindernis. Anders logischerweise sieht es auf der Autobahn aus oder auf der Landstraße, wenn du da mit deinen 80 rumzuckelst und dich dann manchmal noch die LKWs überholen, ist dann schon ein etwas komisches Gefühl, ehrlich gesagt. Aber du kommst auch mit 26 PS heile ans Ziel. So, damit kommen wir dann auch, denke ich mal, zum letzten Thema für dieses Video. Da haben wir wieder so circa die 15-Minuten-Marke geknackt, das ist okay. Und zwar zum Thema Ersatzteile. Jetzt habe ich das Wort gefunden. Natürlich müsst ihr bei so einem alten Auto auch kostenmäßig noch Ersatzteile mit reinrechnen. Ja, also es kommt darauf an, was ihr euch da für einen Trabant kauft. Also ob ihr entweder in meinem Fall einen kauft, der teuer ist in der Anschaffung, dafür aber sehr gut in Schuss ist. So wie meiner es ja ist, kaum Rost und technisch mäßig ist er auch eigentlich gut. Und klar, hat ein paar Kinderkrankheiten, ein paar Kleinigkeiten, die nicht so toll funktionieren. Aber im Großen und Ganzen läuft der Wagen ja. Jetzt habe ich den Anschluss verloren. Also ich habe nicht den Faden, aber den Anschluss verloren. Punkt. Das Ende einfach. So. Und klar, dem Auto wird auch mal was kaputt gehen. Damit müsst ihr rechnen. Wenn ihr euch zum Beispiel ein etwas, oder na gut, rein, wenn ihr ein älteres Modell kauft, ist es ja nicht schlechter. Wenn es natürlich auch gut restauriert wurde vom Vorbesitzer, werdet ihr damit auch lange fahren. Aber angenommen, ihr kauft euch jetzt einen für zwischen 500 und 1000 Euro oder 1200 Euro. Da bewegen sich ja so die Einstiegsgeschichten. Sind dann vielleicht gerade so fahrbereit und wenn es gut läuft, kriegen sie gerade so TÜV oder haben noch Rest-TÜV. So, jetzt kaufst du dir so ein Ding, fährst damit 2 Wochen und dann geht's kaputt. Das können ja alle möglichen Sachen immer sein, die kaputt gehen. Fängt an bei Zündkerzen, die vielleicht durchknallen oder irgendwelchen verrotteten Zündkabel. Dann ist der Tank von innen rostig vielleicht, dass die Rostpopel in den Vergaser fliegen. Dann müsst ihr den Tank einmal reinigen, beziehungsweise dann wieder neu versiegeln mit so einer Versiegelung und den Rost rausspülen. Das kostet auch Kosten. Die Lichtmaschine kann euch um die Ohren fliegen, der Regler von der Lichtmaschine kann euch um die Ohren fliegen, der Keilriemen kann reißen, ist ein Pfennigartikel, aber ist auch Geld, ja. Und so können sich natürlich auch nochmal monatlich immer mal ein paar Euro summieren, ne. An sowas müsst ihr halt auch denken, wenn ihr so eine alte Kiste fahrt. Ihr seht, ich habe auch jede Woche irgendwie was anderes an dem Auto zu tun, weil immer irgendwie was ist. Gut, das sind meistens Sachen, die ich ohne Geld wieder hingebogen kriege. Zwar mit Aufwand, aber mit wenig Geld, das ist schon mal gut. Aber auch den Faktor, wie gesagt, an Ersatzteilen
und an Reparaturkosten dürft ihr bei der Wahl solch eines Fahrzeuges nicht unterschätzen. Ja, den Fehler habe ich damals in meiner Ausbildung gemacht, wo ich mir den Trabant 1.1 gekauft hatte für 600 Euro. Er war zwar rosttechnisch super, die Karosserie, also sie hatte zwar Flugrost, aber es war nirgendwo was durchgerostet oder sonst irgendwas, ja. Also so war er super im Zustand, aber kleine Geschichte zu dem Auto. Ich bin 2 Wochen gefahren, zack, Lichtmaschine kaputt. So, konnte er nicht zur Arbeit fahren, obwohl ich es hätte müssen mit dem Auto. Musste mir dann teuer, ich habe noch neue Lichtmaschinen geguckt, aber ich glaube, die Leute wollten 150 Euro haben dabei, Trabantwelt, oder noch mehr, oder 200 Euro sogar für eine regenerierte Lichtmaschine. Wo ich mir dachte, kannst du vergessen. Und habe mir dann einfach nur einen neuen Regler gekauft. War aber wohl irgendwie, glaube ich, ein gebrauchter, aber sollte wohl funktionieren. Habe den neuen Regler eingebaut. Da sind ja hinten so eine Kohlebürsten drauf. Bei meinem Regler waren die runter, habe ich gesehen. Das war wahrscheinlich auch das Problem gewesen, dass der nicht mehr geladen hat. Der neue Regler rein. Oder irgendwas anderes auf dem Regler war vielleicht durchgeknallt. Jedenfalls der neue Regler dann rein mit den neuen Kohlebürsten und zack, das Auto lief erstmal wieder. Aber es hat dann auch nicht wieder lange gedauert. Da war das Ding auch wieder kaputt. Ich habe dann irgendwann die Lichtmaschine rausgeflankt. Und ich glaube, wir haben dann von Schrottplatz, habe ich mir für einen Fuffi. Ich glaube, es war von einem Golf 2. Ich glaube, es war eine Golf 2 Lichtmaschine eingebaut in den 1.1. Dann lief das Ding ohne Probleme. Ich glaube, die hat auch Plug and Play da reingepasst. Man musste nicht groß was machen. Und dann lief der einwandfrei. Ich habe nie wieder Probleme gehabt. So, aber seht, da sind auch schon 50 Euro fällig. Und dann ist mir jede Woche gegen irgendwas anderes kaputt. Dann ist mir der Gasbautenzug gerissen. Habe ich bei Trabantwelt einen neuen Gasbautenzug bestellt. Habe Versandkosten 5 Euro bezahlt dafür, für einen Gasbautenzug. Damit dann nächste Woche, eine Woche später, wo das Auto wieder fuhr, dann der Kupplungsbautenzug kaputt geht. Wieder das gleiche bestellt, wieder Versandkosten. Alter, das ging mir so auf den Sack damals. Dann ist hinten der Dreieckslenker gebrochen. Dann stand das Rad 90 Grad zur Straße. War auch nicht so eine geile Sache. War auch teuer. Und dann irgendwann habe ich gesagt, Alter, das Auto, das macht keinen Sinn. Wie gesagt, selber, ich konnte nicht so, also ich kann halt nicht so gut schrauben. Ich versuche mein Bestes hier an dem Auto. Aber das Auto hätte halt von Grund auf einmal auseinandergerissen werden müssen. Es hätte vieles neu gemacht werden müssen. Hätte es wieder zusammensetzen. Dann wäre es auch wieder sicherlich die nächsten 10, 15 Jahre ohne irgendwas gefahren. Aber ich hatte damals nicht die finanziellen Kapazitäten dafür. Was ich damit halt einfach nur andeuten möchte, wie gesagt, ihr müsst so eine Reparaturkosten auf jeden Fall mit berücksichtigen. So, wir haben wieder unsere 15-Minuten-Marke überschritten. Das ist das zweite Video, ich werde jetzt noch eins aufnehmen. Danach werde ich nochmal das Standgas fein justieren bei dem Auto. Ihr habt mich darauf hingewiesen. Klar, das ist auch richtig und ich wollte es eigentlich erstens im Video auch erwähnen beim Standgas einstellen und zweitens habe ich es einfach vergessen. Man muss das Licht auf jeden Fall noch einschalten. Und wenn ihr natürlich habt, auch das Radio mit einschalten. Also alle Verbraucher, die es gibt, einschalten. Vielleicht noch Warnblink auch noch einschalten. Keine Ahnung, Nebelschlussleuchte einschalten. Das alles irgendwie an ist. Weil die Lichtmaschine muss dann mehr prügeln nach vorne. Dementsprechend hat sie einen höheren Widerstand und der Motor muss natürlich mehr Trägheit, sage ich mal, in dem Fall überwinden. Ich hoffe, das ist jetzt richtig ausgedrückt. Damit dann halt auch, wenn es dunkel ist und ihr habt Festtastbeleuchtung an im Auto, dass auch dann da das Standgas vernünftig und ruhig läuft. Das werde ich gleich noch machen. Ich werde es aber, glaube ich, nicht auf Video festhalten, weil ich mache im Endeffekt nichts anderes wie im letzten Video, außer das Licht und die Verbraucher noch einzuschalten. Also wenn ihr das Video seht, spult dann mal aufs andere Video zurück und dann mit dem Standgas einstellen. Und dann habt ihr im Endeffekt die Kombination, wie man es richtig macht. Gut, Leute, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr guckt auch trotzdem das Video, auch wenn es mal wieder nur ein Infovideo ist heute mal. Also das zweite, was ich jetzt gerade aufnehme. Und ich mache jetzt noch ein drittes, da werde ich wieder schrauben. Aber dazu dann mehr im nächsten Video. Bis dahin, bleibt sauber. Euer Zweitakt-Berliner.